Ey, Dingens, wie heißt das? Knast-Story? Du hast mir gerade... Ey, Bruder, ich bin gestern am Auto unterwegs gewesen. Ich habe eine lange Fahrt gehabt. Und dann habe ich die letzten Jahre ein bisschen Revue passieren lassen. Ich bin so geschlendert auf so ein Käffchen. So, ich wüsste, ich bin so am Fahren, Bruder. Und dann ist mir eine Sache eingefallen, Bruder. Ich saß mit einem Algerier und einem Syrier in einer Gemeinschaftszelle. Wir waren 3 Mann. Und irgendwann kam der Beamte rein. Und da sagt Herr Simmo, es gibt hier jemanden, der hat ein kleines Problem. Der ist vollgepumpt mit Heroin. Haben Sie sich für den neuen Stoff übrigens? Der ist vollgepumpt mit Heroin. Ich sag, ja, was aber? Was soll ich sagen, Alter, Walla? Was soll ich sagen, Cousin? Sag nein? Was sagt man? Was sagt man zu sowas, oder? Ne? Ich sag, ja, was soll ich? Wollen Sie in dem Ring? Der sagt, ja, ich würde den schon gern zu euch bringen, weil ihr seht euch identisch aus. Ja, ne, eure Leute untereinander. Eure Leute untereinander, so, ne? Ich will aber nicht sagen, was für ein anderes war, Bruder, sonst... Ja, alles. So, ne? Dann bringen die den und dann sitzt er so auf dem Tisch, ne? Voll, Cousin, ich schwöre bei Gott, du guckst in seine Augen. Einfach nix, Bruder. Nicht, weil es dieser Affe, der so macht. Ja, nicht mal der. Like, selbst der ist gestorben. Können Sie mir sagen, woran Sie gerade denken? Ich guck in seine Augen, Bruder. Also Augen einfach leer, Bruder, ne? Ich sag, Bruder, willst du irgendwas essen? Willst du irgendwas trinken? Kann ich dir was Gutes tun? Nein, 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 nein. Lama. Okay, Bruder. Ja, ne. Komm, Karten spielen. Irgendwas, Cousin, unterhalte dich mit uns, los. Ja, ne. Cousin, der war einfach weg, Bruder. Weg, 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 weg. Der war einfach Maximum. Irgendwann mal, der legt mich schlafen, Bruder. Und wir so unter uns. Boah, der muss hier raus. Den müssen hier irgendwie rauskriegen, Bruder. Weil der hat sich hingelegt geschlafen, Bruder. Von denen kommen nur noch Geräusche. Diese ekligen Geräusche, Cousin. Ja, yeah. Durchgehend, Bruder, ne? Ja. Yeah. Und das ist ja auf Entzug, Bruder. Ist ja... Ja, yeah, schwitzt, stinkt. Volle alles. Programm, Bruder, volle Programm, ne? Und ich kann nicht essen, Bruder. Jedes Mal, wenn ich etwas in den Mund tun will mit Löffel, atme ich den Geruch ein, Bruder. Und ich will hoch. Ich sag, Bruder, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, Bruder. Scheiße, Digga. Ich sag, Cousins, lass euch irgendwas einfallen. Walla, der muss hier raus. Dann haben wir so eine Wasserflasche gemacht, ne? Und so nachts um 3 Uhr. Haben wir uns so zu dem ans Bett geschlichen. Und so. Batschi! Danke, Mark, Walla. Habt ihr so gesagt, als ob ihr den anniest? Der wird so machen. Ja, der wird so machen. Sagt, oh ja, schlapp. Der wird so wach, der guckt so. Aber dieser Modus auf diesem Kopf, wo er ist, lässt ihn nicht wach bleiben, Bruder. Der legt wieder ins Schlafen. Wir machen das 3, 4, 5 Mal, Bruder. Ne? Wir wollen ihn einfach abfucken, dass der aufsteht und zum Beamten geht und sagt, ey, ich kann hier nicht bleiben. Hat nicht funktioniert. Irgendwann mal, wir nehmen so Servietten, Bruder. Wir drehen die so. Und wir packen die, während der schläft, zwischen seinen Füßen. Während er schläft, packen wir zwischen seinen Füßen, Cousin, also zwischen seinen Zehen und zünden die an. Der wird so wach. Hör zu. Der wird so wach. Der guckt auf seine Füße. Der legt sich wieder hin. Dann so erst. Der kommt so aus, ne? Das hat ihn dann erst dazu gebracht, dass er mit uns cool wird, Bruder. Dass er mit uns sympathisch wird, ja? Also, ihr wolltet mich verbrennen, aber wie geht's euch eigentlich? Ja, die haben verbrannte Erde hinterlassen. Hör zu. Dann hat es dazu gebracht, dass wir mit denen sympathisch werden, Bruder. Wir verstehen uns mit ihm. Und zwei, drei Tage später habe ich dann mein Handy gekriegt.
Von unten, ja. Wir haben ja abgegeben, hochgeholt, hochgeholt. Ich habe mein Handy gekriegt. Und dann bin ich so am Telefonieren, so ganz leise. Die Jungs wissen Bescheid, wenn irgendwas kommt, sag Bescheid. Ne, ganz leise in der Toilette, ich bin so am Telefonieren. Dann höre ich. Ich bin der Sohn von meinem Vater! Dann höre ich, hör ich noch so, dass er kommt, so, ne? Und klopft so an die Tür. Ich sag ja. Sagt der Bruder. Ich sag ja, Bruder. Sein Deutsch richtig gebrochen, Bruder, ja. Ich sag ja, Bruder. Sagt der. Du Telefon? Ich sag, Bruder, wenn ich jetzt sage ja, dann will er das benutzen. Wenn ich sage nein, vielleicht geht er zinken. Dann zinkt er. Ich sag ja. Sag, Bruder, ich muss auch telefonieren nach Hause. Auf IT-Cousin. Ja. ich muss auch telefonieren nach Hause. Ich hab gesagt, okay, alles klar, ne? Ich geb ihm so das Handy. Und er hatte 7 Monate nicht mit seinen Eltern telefoniert, Bruder. Nix, Bruder. Boah, der Arme, ey. Der hat 7 Monate nicht mit seinen Eltern telefoniert, Bruder. Und seine Eltern wissen nicht, dass er im Knast ist, Bruder. Okay? Ich sag, Bruder, ich sag, kein Problem. Ich merke so die Ländervorwahl, ne? Ich sag, ey, Nico, der fickt mein Guthaben, Bruder. Sag deinen Eltern, neun Karte schicken. Der fickt mein Guthaben, ne? Ich rufe den Subait an. Ich sag, Subait, Cousin, bitte schick mal Aufladekarte, 30 Euro. Ich habe einen Freund von mir, der muss nach Hause telefonieren, ne? Der sagt, ja, okay, ich mach das fertig, ich krieg das Guthaben, ich lade so auf. Ich gebe ihm das Handy, Bruder. Und er schaltet auf laut. Er telefoniert, klingelt, erste Ton, also erste Freizeichen, zweite Freizeichen, dritte Freizeichen. Sein Vater geht dran. Hallo Papa! Hallo Papa! Und kriegt dann einen Anfall, Bruder. Kriegt einen Anfall, Bruder. Richtigen Nervenzusammenbruch. Und schmeißt das Handy hin. Der ist am Weinen, Bruder. Der ist richtig am Weinen. Der ist richtig am Heulen. Und sein Vater so an der Leitung so. Hallo! 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 Was habt ihr mit meinem Sohn gemacht? Hallo! Ich nehme so das Handy, ich sag, hallo. Ich sag, hier, ich verstehe den nicht. Ich rede mit dem. Der redet mit dem, Bruder, ne? Der macht zu Ende. Der kommt zu mir, haram, Bruder, wallah. Der kommt zu mir, der will meine Hand küssen. Ah, danke sagen, will Hand küssen. Ich sag, nein, Bruder, astaghfirullah, Bruder. Keine Hand küssen, niemals, Bruder. Ja. Brauchst du nicht machen. Da ist der Besen-Cousin, du machst morgen die Zelle sauber. Brauchst du nicht, Cousin. Nimm mal den Besen. Mach mal die Zelle sauber, ja, mein Jack. Muss man den Tisch ja kennen. Freunde, an der Stelle möge Allah uns davor bewahren, drogensüchtig zu werden. Amin, ja Rab. Bitte lasst die Finger von Drogen an alle. Liebe Freunde, bitte. Heroin, Kokain, diese ganze Scheiße. Bitte, bitte. Lass die Finger davon. Nicht ausprobieren, auch an die Mädels. Ne, bitte, hier nicht irgendwo hin, ich zieh meine Nase, dann lutsch ich mal einen Nein. Einfach die Finger. Nein. Ich bin zum ersten Mal in Ruders reingekommen, ich wurde in die Nase. Nein. Hol dir den Smirnoff Eis und halt die Fresse. Ich bin erst in meinen Essenz drinne. Direkt auf der Toilette einziehen. Nein! Sagen, hör doch auf, Bruder. Hör doch auf. Freunde, Mädels und Friends, lasst die Finger von Drogen. Weder Konsum noch Verkauf. Beides bitte unterlassen. Das bringt nichts. Unterlasst es einfach. Freunde, ihr tut euch selber keinen Gefallen mit.